Hallo Leute, hier ist euer Muffelpee beim World of Tanks Let's Play Testserver 7.4 Part 4. Ja, bisschen lang, aber na. Ich habe heute schockierend festgestellt, dass der Testserver morgen früh geschlossen wird. Damit meine ich 6 Uhr morgens. Das heißt, ich nur noch heute ne aufnehmen kann und das auch nur noch so höchstens höchstens 5 Stunden. Blöd, ja, Togethers, keine Ahnung, wenn einer noch on kommt, vielleicht. Ich werde ganz selten in den Dienst reingucken, da ich jetzt erstmal 5 Stunden am Stück aufnehmen werde und das später, keine Ahnung, schneiden werde oder so. Ja, ich bin jetzt ziemlich unter Zeitdruck. Ja. Werde jetzt erstmal alles am Stück aufnehmen, bisschen rumschnipseln und dann auf den nächsten Tag verteilt uploaden. Aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Und deshalb fahren wir jetzt auch erstmal. Wollte noch die Waffe ein bisschen besser testen. Hat man noch die Möglichkeit zu, bei den letzten Quests, die ein bisschen. Und diesmal. Diesmal brauchte ich noch nicht mal in die Warteschlange. Da war ich direkt drauf. Sind auch nur 12.500 anstatt 13.000 drauf. Also. Post, ne? Ja, lad schneller, ich hab nicht so viel Zeit, noch 5 Stunden. Wollte noch den T9er schaffen hier. Und was denn gehen? Ich weiß nicht, wenn ich das beim nächsten zu sehr in die Länge zieht beim Farmen, werde ich das auch nicht mitfilmen. Und farmen werde ich auch mit dem Jagdtiger, weil ich da einfach viel mehr EP kriege. Und kann ich einfach rumwandeln. Aber ja. Ich glaube, keine 5 Stunden Videomaterial werden rauskommen. Ich werde 4 Stunden, 5 Stunden lang spielen. Auch wenn es dann irgendwann langweilig wird. Ich meine, ich habe schon mal World of Tanks 6 Stunden am Stück gespielt. Hat dann einfach keinen Bock mehr auf das Spiel. Also. Aber naja. Ach, die Map. Habe ich wieder keine Ahnung von der Map. Ich brauchte auch den anderen neuen Maps, also die alten neuen, das ist ja eine der alten neuen Maps, mit der komme ich natürlich klar, aber auch mit den noch älteren neuen Maps kam ich erst nach 30, 40 Mal spielen klar, also die Maps hatte ich jetzt dreimal, einmal Arti, zweimal der TD hier und ja, das andere habt ihr ja gesehen, was daraus geworden ist. Okay, der ruckelt ziemlich, aber weil er so schnell fährt. Habe ich auf dem normalen auch ab und zu mal. Und ich krieg direkt eine rein von wo. Aha. Das Rätsel ist die Lösung. Ja, super. Mann. Also. Ohne Scheiß, die Franzosen halten selbst für Jagdpanzer viel zu wenig aus. Das ist, naja. Das wird noch lange dauern, deshalb mache ich Cut und in der Zeit farm ich ein bisschen EP mit dem Tiger. Jagdtiger. 8,8 cm, Jagdtiger. Und bis gleich. Ich werde übrigens, wenn ich zu früh sterbe oder auch Mitte sterbe oder fast vor Ende sterbe, cutten. Dann der gleiche wieder weitermachen. Also, bis gleich. Hallo Leute, da bin ich wieder. Direkt auf ins nächste Gefecht. Ich war immer noch nicht testen. Ich weiß auch nicht. Ich krieg ein, zwei Schüsse rein, dann bin ich tot. Sieht einfach nichts aus. Oh, TT7er Battle. Ja, Encounter Battle. Nicht so toll. Vielleicht geht's ja. Vielleicht auch nicht. Lol. Ja, hier kann man eigentlich gut campen. Wo gehe ich aber hin? Ich könnte.
Hier campen, also ein bisschen. Hier, ich suche mir hier direkt irgendwo was, damit ich nach hier campen kann. Du Paul, ich verstehe kein Wort. Warum nicht Englisch? Okay, Stein. Hier vorne. Da, der Busch. Da. Da, zu weit. So. Ja. Die 50-2. Mach den mal weg, bevor er bei mir ist. Brav. Das ist jetzt der Panzer 4, aber ich kann den noch gar nicht sehen mit dem Stein. So. Der ist schon mal mehr. Den kann ich sogar alle sehen, aber der AMX-SIF ist sowieso so schnell. Das dahin ist ein TD. Ich drücke mal so oft Shift, dann komme ich wieder auf den Desktop. Der Panzer 4. Soll mal stehen bleiben. Also das macht für das Tier okay, mittelmäßigen Schaden, ist aber eher schnell, also. Und die kommt überall durch und so ungenau ist die auch wieder nicht. Genau. Boah, immer noch. Okay, die 50-2 ist eh schwer. Er kommt nah. Aha, zu nah. Okay, da oben ein Alpha 39 kann ich anschießen. Schneller. Daneben. War ja klar. So dicken nach rechts. Ist ja krass wieder riesig. Ja. Ich treffe natürlich nicht. Der T50 ignoriert mich auch. Auch nett. Ja, komm raus jetzt. Macht der da? Ach, der kämpft ja gegen den T25-2. Die kämpfen gerade, wir haben jetzt so eine Art, die stehen, einen TD stehen, aber der macht. Ah, jetzt hat er was gemacht. Okay, da oben ist einer. Ganz kleiner, der Samusa da. Sollte eigentlich nichts Schlimmes passieren bei dem. Komm. Ah, was kippen die auch einfach? Mann. Frechheit. Aber ich glaube, wir haben sogar genug getestet, die Waffe. Jetzt geht's eigentlich mal auf zum nächsten. So. Nicht wundern, hat er genug für XP. Hat ja noch 20.000. So. Store. Nix Store, die doch Store. Franz. Tank die Story. Gibt es nicht mehr viele, die fehlen, ne? 1,35 Millionen. Gott. Soll ich mit. Nee. Ja, komm, Geld ist. Geld ist kein Problem. Was das sieht, wenn ich die umschule, wie viel haben die dann? Fünfundsiebzig, ja, dann lasse ich das so. Mit dir dann 75er Q. Meine Güte. Ach, jetzt ist wieder ganz. Gott. ZS Primacy und hoch. Und ein bisschen nach rechts. Da ist er auch schon. Was hat der denn da? Was ist das? Was soll das? Ah! Wenn man da drauf schießt, ist der bestimmt direkt tot. Das ist 100 Bundes Schwachstelle und das auch. Die haben auch total sichtbare Schwachstellen. Das ist einfach idiotisch. So, nun hat er schon zwei Waffen zur Auswahl.
Der hat die DCA 45 AC. Ja, das ist die hier. Der kann also direkt die vom Vorgänger haben. Blob die hat er jetzt. Die übelst lange. Nachladen. 20.000. Ja. Okay. Den Rest, den muss man tatsächlich erforschen. Motor oder hat ein 57er. Okay. Der hat zwei Motoren, hat später viel mehr PS mehr, 300 oder so. Und hat eine komplett neue Waffe. Was kann die denn? Okay, doch immer schnell. Sehr genau. Schaden hoch. Penetration hoch. Ja, also auch besser als die hier, auch genauer. Die ist ja geil. Die ist richtig geil. So, aber jetzt vergleichen wir mal mit dem Elite. Den Stock und den Elite. Nicht viel mehr Hitpoints. Viel mehr Gewicht. Ist auch viel größer geworden. Von jetzt auf gleich, ja. Speed Limit, ja. Dreht sich schneller angeblich. Ja, das. Der hat sein Speedlimit auch nur Backup erreicht. Das wird ja auch nur. Der hat endlich mal Armor, ja. Aber auch nur vorne. Sind die gleich. Das ist vorne doppelte Armor. Ja, Waffen ist jetzt noch dieselbe drin. Rate of Fire. Der ist um einiges schneller. Warum auch immer. Hat eine schlechtere Kurve. Panzer kann schneller nachladen. Keine Ahnung. Free Range und Nahrange. Der hat nicht das gute Funkgerät. Nö, der hat ein anderes. Okay. Er dreht sich auch schneller. Liegt es an den Ketten oder was ist der für Ketten? Liegt überhaupt nicht an den Ketten, liegt am Motor wahrscheinlich. Jo. Dann testen wir ihn jetzt mal Stock. Das hat länger gedauert als sonst. Sonst hat er direkt ein Spiel. Und ich bin direkt ganz oben. Wie geil. Trotzdem, der Panther halt mehr aus. Der KV-1S, der VK sowieso. KV-1 hält sogar mehr aus. Die halten alle mehr aus. Das ist auf die Art. Die sind ganz unten. 840 auf Tessin, das ist nix. Ich meine. Nehmen wir mal den KV-1. Steht der in der Nähe irgendwo? Oder der VK da. Der hat 710, hat aber mehr Armor und ich finde auch, dass der mehr Bounce und der hält einfach viel mehr aus. Aber wenn er ein bisschen weniger jemand. Der hält eigentlich viel aus der VK. Den habe ich auch. KV, wo ist der? Der hat auch viel mehr Armor auch. Und ja, das toll, jetzt hab ich bin ich mal ganz oben und bin angegriffen. Ganz toll. Ich glaube, ich camp hier einfach und gebe den Rückendeckung. Okay, der ist noch sehr langsam. Die 40 erreicht ihn niemals auf der Ebene. Allerhöchst 20 und 40 Backup. Ja. Ist ja auch nur Stock und irgendwann kommt ja auch irgendwie eine neue Waffe dazu. Also, Waffe, sowieso, Motor. Motor. So, ja, die Waffe ist noch dieser wie beim Vorgänger. Wie dreht er jetzt eigentlich? Na, na, geht. Soll ja noch schneller werden. Kommt ja noch eine Kette. Ja, doch geht. Der Winkel hier ist wieder größer, aber nicht so gruselig groß. Aber ja, ist aber auch genauer und alles. Ja, ich stehe hinten bei der Artillerie irgendwie.
Passiert hier mal gar nichts. Da oben. Ticken. Die sind irgendwie alle gedeckt. Ist auch nicht wieso. Muss da mal. Ach so, hinter den Schienen wird nur gescoutet von wem. Wo ist denn der Übergang? Da müsste der sein. Irgendwo. Ne, da. Hier ist der Übergang. Da können wir nur rüber. Der kann ich doch nur anschließen. Wir sind gerade am Verlieren und ich kann nicht anschließen. Die Position ist nicht so prickelnd. Ja, kann ich ihn anschießen? Ja. Direkt getroffen, klar. Das ist genauso genau wie der Vorgänger, die nächste Waffe wird genau. Aber der schießt echt schneller. Das ist unglaublich. Schneller als der Vorgänger, cool. Was? Nix. Oh, ist der Verarsche hier. Der nächste Schuss. Nee, das war ein anderer. Okay. Das wäre ich jetzt gewesen. Den sollte ich eigentlich sogar anschießen. Nö. Ach. Ich so eine tolle Runde, ich konnte irgendwie nichts anschließen. Alle gedeckt hier. Der da vielleicht, die kommen jetzt hoch. Okay, die drei Artis hier. Ja, jetzt war der kurz sichtbar und ich habe nicht geschossen. Aber wir zwei campen ja hier, die sollten uns als erstes entdecken. Dann entdecken wir die Artis schießen, aber was macht die denn jetzt? Was macht die? Ist die bekloppt? Wir hätten die entdeckt. Irgendwo die gescoutet. Oder getracert. So, warum kann ich den nicht anschießen? Da ist doch. Ach so, ja, das ist ja eine Bewegung drin oder so. Ich würde gerne gucken, wie weit das ist, aber. Wie weit entfernt ist. Das ist mir aber nicht möglich. Aber komm, ruhig hoch, dann bist du tot, weil ich genug Schaden mache, um dich zu töten. Dann 200 noch was. AP. Muss eben nur hochkommen. Ach Jungchen, komm hoch. Komm hoch. Verdammt, wenn ich nicht hochkomme. Ja, jetzt kommt er hoch. Jetzt, wo ich meinen Schuss verschossen habe. Und nicht durchgekommen. Vielleicht geht es aber besser mit dem Aushalten, weil ich ja jetzt viel bessere Frontkante habe. Kommt gar nicht so durch. Ich bin aber auch riesig. Fällt trotzdem nichts aus. Ja. Das ist ja riesig. Ich bin Franzose eben. Die werden immer so riesig. Ja. Aber Hauptsache, erste Klasse. Abzeichen. Drückt mal Kette und Motoren ein. Wie viel war die Kette denn?
15.000 für eine Kette ist ja nichts, nur nicht. Repair, Resupply Automatik. Naja, trotzdem, eine Kette werden wir anbauen. Und mal gucken, was die hergibt, oder? Oder ich fahre jetzt ohne Kamera ein bisschen EP zusammen für den Motor. Ich glaube, so mache ich das. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ein Gefecht und schon hatten was. Ja, der Jagdjäger, das ist eine Geld- und XP-Maschine. Also, was verändert sich? So knapp 200 PS mehr. Das Speedlimit und so wird nicht hoch, aber Beschleunigung. Und die wird auch jetzt nicht nur Backup erreicht. Doch, schon die 50, aber mit dem vielleicht nicht mehr. Ja. Wake up. Aber wenn ich den habe, AMX 5000, AMX 5000, AMX, ja, der kommt auch beim nächsten. Ist der auch der beste. Funkgerät auch, das heißt, dann habe ich das hier gar nicht mehr zu erforschen. Dem mir dasselbe. Ne, ein neues Funkgerät hatte. Der hat keine neue Waffe. Okay. Ich muss halt den Fall schon nur Kette und die beiden dann. Dem. Ja, alle drei, aber. Ne, noch nicht bei dem Motor. Und ja, ich würde mal sagen, ab ins Gefecht. Ja, ab ins Gefecht. Gucken, ob er schneller ist. Assault. Na, nicht so toll, aber. Mal gucken. Mal wieder Angreifer. Aber hier kann ich ja irgendwie hier oben campen, ne? Dann halt nach unten schießen. Da, hier nach unten schießen. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Da habe ich auch einen Fahrweg hier. Wo ich die Motor direkt testen kann. Ist ja toll. Boy, das heißt, los geht's. Ich da drauf gekommen bin. Steht doch wie so ein Klotz in der Gegend rum, ey. So ein Dreck wieder. Ach, bergauf ist immer langsam, ja. Backup. Oha, da geht der direkt auf die 50, Backup. Jetzt bin ich auf der Ebene auch 50, weil ich das Backup Beschleunigung bekommen habe. Okay. Wie kann ich entscheiden? Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts? ja. Das wird's nur, weil es Backup ist. Hätte ich niemals so viel gehabt jetzt. Ach, den wollte ich doch gar nicht fällen. Ist doch blöd. Und wo kommen die denn alle wieder? Brennen. Die kommen alle von der anderen Seite da. Nee, gar nicht. Trotzdem ist Gegner. Ich weiß gar nicht, von wo die alle kommen. Mal hier ein bisschen hinter Büsche. So. War jetzt ein bisschen turbulent am Anfang. Motor konnten wir nicht richtig testen, weil es eben Backup war. Aber man sieht, die 50 werden schon erreicht. Ja. Unter besonderen Umständen. Der
KV-3 da ist ziemlich unerreichbar. Ja. Der M18 sowieso. Der ist da oben, also. Obwohl nicht, dass der gleich rauskommt. Weil ist er tot. Oh. Ja, ich muss warten, bis da meiner da ist, ja. Sie fahren alle hier außen rum. Muss ich warten, bis mal hier ein Reichweite sind, damit hier was aufgedeckt wird. Dann kann ich runterschießen. Diese alle sind gedeckt. Ja. Köpfe 5 ist da. Hat vielleicht mehr als 350 Sichtweite, kann schon was scouten. 350 Sichtweite. Also ich bin darauf angewiesen, dass irgendwer was scoutet. Die Mauer ist ein Stück zu hoch, ne? Ist der überhaupt... okay, ich wollte sagen, so klein hier. So, wieder drehen. Doch, die Ketten gehen schon jetzt ziemlich in Ordnung. Ja, die Ketten sind ziemlich in Ordnung jetzt. Meine gerade jemand braucht schon. Mach Mordziel an, was ist das? Okay, in diesem Fall ist es nützlich. Ich drück doch eh. So, ist wieder weg. Ist der irgendwie hinter einem Frog? Ist er. Das ist voll hinter einem Frog. Oh, der gefällt mir fast mehr als der Jagdtiger. Nur, der Jagdtiger macht halt richtig viel. Und vor allem hält der mehr aus. Da können wir bestimmt ein paar Schüsse einstecken. Vor allem an die Front, aber der hier war nicht meiner, leider. Jetzt fahrt mal da zur Base, damit was aufgedeckt wird, Leute. Ich war schon mal da direkt, so. Und da haben wir doch endlich mal was. Verdammt. Da bleibt der auch stehen. Ich habe extra vorgehalten. Der legt auch was rum. Die hat die Bam Bam Bam. Hinter dem Schirm. Ja. Jetzt will er einen verwirren für rückwärts. Hat aber nicht hingehauen. Ah, der ist schon in Ordnung. Der geht. Wer hat. Also über der Kette, aber unter dem Turm durch. Oh Gott. Das sieht ja lustig aus. Verdammt. Ich saß mal drauf. Nur aus meinem Augenwinkel gesehen, wo das war. Wirklich wieder aufgedeckt, die sind so nah da. Ja, jetzt wo schießt, ist er tot. Das ist aber wieder typisch. Ich habe jetzt noch nicht so viel. Sag ich mal. Sind 400 Meter, sollte mich nicht entdecken. Wenn ihr nicht noch einen näher dran hat. Ich komme gar nicht bei der Dolch. Man darf dieser Dolchanzeige auch nie glauben, die stimmt. Ja, wir haben nur noch Artis. Bisschen blöd. Ein bisschen ungedeckt hier. Also. Egal. Das war nur eine Arti, okay. Ja, die ist direkt weggeschossen. Jetzt sind noch keine Artis mehr. Jetzt sind nur noch Panzer, die noch alle gefährlich werden können.
T485 war irgendwo hier unten, aber mit ganz wenig Leben. Ja, schön hier drauf. Nicht getroffen. Ja. Das sah am Anfang gut aus für uns. Aber der stirbt jetzt auch bald. Verdammt. T34, wo? Oh mein Gott! So die zwei, so die zwei. Getroffen. Tot. Ja, kann man nichts machen. Bis gleich. Aber bin ich wieder. Natürlich, aber das verloren. Wir hatten noch 80, als ich gestorben bin. Ja, 4000 beim Tiger krieg ich, selbst wenn ich verliere, über 10.000. Also, ja. Premium eben. Master Gunny und Ass Panzer. ja. Nochmal gucken, wie der sich auf der Ebene verhält. Airfield. Ich bin jetzt nur einmal mit der T3er und naja, es war nicht so erfolgreich. Ich habe keine Flugzeuge gesehen. Und du nicht Flugzeuge gesehen. Ich glaube, bei der Map gucke ich mal sogar nach, wenn der Patch draußen ist, nach Testserver und so, gucke ich da wirklich mal von wegen beim Trainingsgefecht, gucke ich mal, ob ja, ob genau, ob da Flugzeuge so, jetzt gucke ich mal, ob da Flugzeuge sind. Das ist Standard-Battle, okay. Muss ich mal überlegen. Da bin ich letztens, weil ich direkt aufgehört. Ich fahre irgendwie mal hier lang und gucke hier, ob ich hier tanken, campen kann. Ist da weggeflogen. Ich will die Büsche auseinanderfliegen. Lol. Ja, ich versuche auf jeden Fall hier oben. Ach, auf der Ebene. Fällt er sich auch gut. Ja, gibt's nicht zu meckern. Bewegt sich auch gut in der Fahrt. Das heißt, bis das Jagdtiger, wo du eine riesige Kurve fährst. hier geht's wieder runter. Blöd. Ja, jetzt gibt's wieder Backup. Und wenn der andere Backup ist und auf der Ebene ist, ist er trotzdem total schnell. Auf dem schafft er nicht mehr als 30. Ja. Aber einmal bergab bleibst du auf der Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen geil eigentlich. So. Jetzt geht's bergauf, geht das ganz schnell wieder runter. Hätte ich. Ganz schnell drunter auf. 13, 12. 13, 15. Jetzt bist du da hoch. Bis 30, 15. Ja. Ach du Scheiße, was macht denn die ES4 hier? F7 hier, Hilfe. Help, ja, sehr gut. Die Russen lesen es direkt aufs Russisch, ist ja das Tolle. Ich weiß nicht, was sie meint ist. Ich hab's ganz genau gesehen, da oben im Busch. Da oben im Busch ist einer. Ja, ich muss hier erstmal wirklich eine Stelle finden, wo man sich hinstellen kann. Die ganz neu, das hier scheint das hier ist wohl keine gute Idee gewesen. Das hier sieht schon besser aus. Mit Busch und allem auch. Ja, okay, das ist der T9er. Medium, T9er.
kann ich da nicht so gut durchkommen. Und mein Ladeschütze, mein Munitionslager ist hinüber. Ich habe schon gefragt, warum ist das immer so lang da? Ja, die haben den Hilderobert, ich glaube, das ist übermieden so ein bisschen, dass der auch doch ziemlich wichtig ist. Ich schieße mal auf meinen Artgenossen. Ich versuche auch mal auf die komische Wurst da oben. Kartoffel. Hatte ich Kartoffel verstanden? Ich hoffe, er sieht mich nicht. Hier sind eigentlich Büsche. Ich kenne auf die Tarnwerte nicht so ganz. Ja, und ja. Ist halt. Ich hoffe einfach, dass er mich nicht sieht. Hat da. Ne, das ist 75. Wo stand der? Da hinten musst du dann. Naja. Jetzt würde ich aber sagen, fahre ich zum nächsten Motor mit dem Jagdtiger. 8,8 Meter. Bis gleich. Hallo Leute. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe mit dem Tiger ein bisschen EP gefarmt und direkt mal den falschen Panzer ausgewählt. Da ist der richtige. Und ja, holen wir doch mal Motor und Funket. So. Und 750 Funkreichweite. Nicht 78.000 Credits hat er gekostet. Ja, ich würde mal sagen, Battle. Okay. Wetshire. Ja, super. Mit dem Tiger war ich immer so im Mittelfeld, jetzt spiele ich wieder mit dem nicht ganz unten. Ich würde sagen, ich gehe da hoch. Ja, ja, doch. Läuft. Ja, der geht von mir. Der ist gut, wenn ich mich gerade her. Die haut mir noch an der Base rum. Was ist das denn für Schnarchsäcke? Der kann nicht so gut im Fahren drehen, irgendwie bleibt er stehen. Ich mal die Stelle. So. Na, nicht so weit, nicht so weit. Die fit 50. Das ist aber mutig. Ist auch jetzt tot, also. Was machen die da in der Base die ganze Zeit? Die sag mal hier. Was? Alter, wer war das denn? Scheiße. Brauchen wir mit guter Sicht, wollte der hier mal. Coded. So, ich die 6. War viel zu viel Schaden. Papa Bagne.
das war viel zu viel Schaden für die. Für die ist jetzt so. Boah. Ja. Blöd. Ich habe auch irgendwie keine Chance gegen die. Moment, hat es auch keinen Kontakt. Sind die alle da unten oder campen wir alle? Nochmal, ist hier mal was los? Ja. Hier ist vier Scouter für mich. Ich bin da hinten. Ich warte hier schon voraus, wenn es wegkommt. Ich bleib trotzdem noch hier. Ich bin ja schnell da, wenn ich muss. Ist begabt. Ich kann ja auch vorfahren stecken und hier hin. Nicht in die Base. Ja, ich muss da dran. Ich sperre. Es geht. Sag mal. Was ist denn hier für unsichtbare Mauern immer, ey? Gottchen, ja. Das war ja mal ein Fail, in dieser unsichtbaren Mauern, das ist ja schrecklich. Aber da ist richtig nur 50 auch. Oh, wenn es weg abgeht, ist der Trigger 50, das ist geil. Dann bleibt der vor allem auf 50, bis es bergauf geht. Nee, muss weiter. So. Da nicht. Der da. Lieber der, oder? Ja. Kaputt. Komplett kaputt, verstanden. Ja. Schwupp. Ich sehe auf die anderen beiden da. Ja, auf die da. Ja, ESV, hier ist niemand. Ja, ihr beiden. Wir sollen helfen, hier ist niemand. Nur wir drei. Hatte ich auch mal. Da war einer alleine, war der letzte Überlebende und ihr sagt, help, help, help. Also nicht hier, sondern noch auf dem normalen Server. Ist doch schon was her. Ich hab fast den Ticker getroffen hier. Aber irgendwie stehen sich die Russen jetzt blöd an mit den neuen Bots und den neuen Panzern. Irgendwie stehen sich total blöd an. Beim letzten Mal, beim vorletzten Mal war ich total begeistert, wie geil die auf Teamplayer und wie toll ich spiele, aber da war da irgendwie keine Ahnung. Ich kann bei der ES4 aber auch nichts ausrichten, ne? Wo bleibt denn unsere? Klar, die hockt auf der anderen Seite der Map. Ne, die ist hier, aber die ist 7. Ja, die ist jetzt auch tot, ne? Ich hab keine Chance gegen den TC. Logisch. Der ist auch mal Help.
Wenn dir überhaupt nirgendwo einer in der Nähe ist, höchstens Arti. Kann mir helfen. Hoffentlich macht sie es auch. Ich würde ihn jetzt auch nicht töten können, also. Das RAM bringt nicht so viel. Ich bin ziemlich heavy. Ja, jetzt habe ich den da in den Sichtlitz geschossen. Und die Art, die hat ihn auch erwischt. Tatsächlich hilft sie mir. Komm, schieß nochmal. Schnell, bevor er wieder ganz ist. Ja, ein bisschen spät. Naja, bis gleich. Hallo Leute, da bin ich wieder. Das ist vorbei. Also, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe noch 1,5 oder wenn ich ganz, ganz, ganz viel Glück habe, 2,5 Stunden. Da kriege ich kein T9 hin. Nee. Ich bezweifle sogar, dass ich bis zum T8er komme. Die 100.000. Ich meine, mach mal auf normal zwei mal eben 10.000 an einem Tag, das ist nicht so leicht. Ja. Ich meine, ich könnte es in 3 Stunden schaffen, aber das ist schon zu viel. Ja. Also das war jetzt auch eigentlich nur, um Motor und so zu testen. Jetzt kommt die Waffe dran, dafür werde ich erstmal wieder ein bisschen was farmen. Ja, bis gleich. Hallo Leute, da bin ich wieder und ich habe genug EP gefarmt für die Waffe. Was? Och, das ist doch nicht wahr. Ja. Da fehlt knapp 1200, ja. Egal. So, machen wir jetzt noch eins. So. T8er bezweifle ich, dass ich das noch schaffe. Ich werde nach dem Testen der Waffe mit dem Jagdtiger die ganze Zeit weiterfahren, aber ich habe noch 2 Stunden. Davon geht es jetzt was drauf für die Waffe erstmal testen und alles. Und ich krieg in einer Stunde keine 70.000 zusammen. Das ist. Das sind 15 Gefechte, wenn ich sehr viel Glück habe. Die schaffe ich nicht alle in einer Stunde. Auch nicht in 2 Stunden. Wo ist mein Ingame-Sound hin? Ah, da ist er. War gemutet. Ups. So. Jetzt kann ich meinen Vorteil benutzen, dass ich so schnell bin. Und das erste Mal überhaupt auf den telepathischen TD gehen, weil der immer von Heavys und Mates weggeklaut wird. Ja, ich meine euch. Das war kritisch ab. Das ist auf jeder Map so. Die ganzen guten TD-Positionen werden von irgendwelchen Mates oder sogar Lights besetzt. Ja, also raste ich immer so aus. Was soll ein Light hier oben machen, ja? Mir wurde mal bei meinem Hetzer mit einem Panzer 8, also Hetz hatte ich, kommt ein Panzer 38 T und klaut mir den Platz hier, ja? Ich meine, was will der hier? Was bringt ihm das? Ja, nichts, ne? Mit seiner Gun musst du auf 100 Meter ran, damit er was trifft. Außerdem ist das ein Scout. Ich meine, der ist 500 Meter, da kann mich gar nicht sehen. Nein. Er hat eine bessere Tarnwelt als der Jagdtiger auf jeden Fall. Das habe ich bis jetzt so gemerkt. Okay. Ist alle da? Der Kurve? Ist auch ein Standard-Battle, okay.
Also der wird jetzt richtig schnell. Guck, wie schnell der ist. Es ist richtig Franzosen-like hier. Anfangen Arsch wie sonst, Arschlamm wie sonst was und spät auf einmal total schnell. Ist aber bei den Mates und den Heavys nicht anders. Ich meine, die ganzen Lights, ja, die sind Arschlamm bei denen. Das ist unglaublich. Ja, okay, der sieht mich jetzt auch. Der Tiger. 300 Meter, ja, und ich schieße die ganze Zeit. Oh ja, der ist jetzt. Nein! Oh, oh, jetzt kommt die Archie. Mein Shift-Taste geht nicht mehr so gut irgendwie. Ich glaube, Batterien sind allmählich wirklich leer. Wollte ich gestern schon tauschen, habe ich schon vergessen. Jetzt gar nicht mehr geht, tausche ich sie. Ja, Kill Archie, gute Idee. Schreibt ihr hier links. Wer soll Archie killen? Ach, der ist in einer Base von denen. Cool. Der und unsere Archie sollen wohl Archie killen. Komm. Boah, nimm ich das Mausrad hier. Nach dem Gefecht muss ich echt Batterien holen. Komm jetzt. Aber da komme ich nur manchmal durch. Och, jetzt sitzt er noch hoch zu mir. Was soll das? Sieh mal auf den, der direkt vor dir ist. Boah, jetzt ruckelt er aber ganz schön gerade. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten zu dem 14.000 Klick-Video, was fast 15.000 ist. Wenn ihr das Video seht, wird es 15.000 sein. Ja, das scheint irgendwie kein Bug zu sein, sondern einfach irgendwer hat irgendwo mein Video eingebettet. Irgendwer, der da 15.000 Leute auf seiner Seite rumrennen hat. Und die klicken alle auf mein Video. Ja. Jetzt frage ich mich, wer stellt ein Video von mich auf irgendeine Seite, von mir auf irgendeine Seite, wo 15.000 Leute drauf sind. Wie findet der meine Videos überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Also mir wurde von niemandem angeschrieben oder so. Und die Analytics, die brauchen ein paar Tage. Ich kann frühestens morgen und wahrscheinlich übermorgen erst gucken, wo das überhaupt eingebettet wurde. Man sieht jetzt auch keinerlei Kommentare oder so, weil man bei eingebetteten Videos weder liken noch Kommentare zu machen kann. Och, der hat ja noch gar nicht zweifach hier. 16.000, cool. Jetzt haben wir aber genug. Nochmal kurz gucken hier. Sie schießt langsam, aber immer noch schnell. Viel mehr, nee, mehr Penetration und viel mehr Damage ist genauer. Ja, das und zielt schneller, also trifft auch besser. Das ist gut. So oft treffe ich ja auch nicht mit der hier. 100, das wird dann noch länger oder was? Ach nee, kürzer. Ist ja die Breite, die 100. So, boah, teure Munition. 1000 pro Schuss. Hilfe, Hilfe. Ja, aber ich habe 7 Millionen, das Test aber. Jetzt auf diesen Coming-Aufsatz, dann haben die Art, die TDs von den anderen auch immer so. Ja. Testen wir doch mal die neue Waffe. Vielleicht schaffe ich doch noch die 8, wenn ich ganz Dailies bei den High-Tiers mache. Naja, ich war beim Tiger. Nackt, Tiger. 8,8 cm Jagdtiger. Es gibt ja jetzt zwei Jagdtiger. ES6 konnte ich ja jetzt nicht testen, zu wenig Gold da. Guckt einfach mal bei Bamelin, aka The Blaze vorbei. Der macht die ES6. Ich glaube, der macht sogar auch den Jagdtiger, aber ES6 hat doch schon ein Video abgeloadet. Er meint, er hat zwei gedreht, keine Ahnung, was das zweite überhaupt ist. Mal uploaden, rendern, keine Ahnung.
Ja. Mal wieder Angreifer, obwohl ich Klee bin. Super. Ich würde sagen, mach ich wie beim letzten Mal. Ich habe wieder vergessen, Batterien zu holen. Ah, Schrück R. Ganz oft, bis es mal kommt. Gut. Ja. Ich würde es jetzt irgendwie so wie beim letzten Mal machen. Irgendwie. Ich einfach hier am Campen bin. Und hoffe, dass irgendwer über die Bahnschwellen fährt. Zum Beispiel wieder da vorne. Nein, nicht wieder da vorne. Doch wieder da vorne, nicht so schnell. Den treffe ich doch eh nicht. Den schon eher. Der Kreis wird jetzt schneller, kleiner. Okay, jetzt nicht mehr. Da. Ist langsamer. Ich guck, also wir werden ja gleich schmecken, ob das wirklich so gravierend ist oder ob das letzten Endes nicht viel ausmacht. Okay, der war die ganze Zeit hinterm Hügel. Blöd, aber. Ja, wie gesagt, ist sowieso viel besser. Kann man schön auf den Hügel und kann man sogar hier hinten, wenn hier einer steht, dann ab schießen. Das ist richtig geil. Da auf dem Hügel ist man dann, ja. Da. Ist er. Ach, oh Mann. Ich hasse es, auf der Map Angreifer zu sein, Schrecklich. Kann man nichts anschießen. Ich glaube, noch mit die anderen mal vor, weil hier ist noch dieser blöde Buckel. Der findet, dass ich irgendwas anschießen kann. So. Geht jetzt einfach auf die offene Ebene. Ich weiß egal, ob ich jetzt ungedeckt bin. Ist mir jetzt egal. Ich will was anschießen. Ja, ihr ist 8, komm ruhig raus. Keiner tut dir was. Wir sind doch alle ganz lieb. Wir beißen auch nicht. Ach, Junge. Ah. Ah, der ist hinter mir, verdammt. Die traut sich einfach nicht. Mann. Komm. Komm schon. Ja. Alter. Ach, du bist doch blöd. Ich muss noch höher. Durch mit der Maus und ganz oft er wieder. Ich kann mit der Maus steuern, ne? Verdammt, bleib stehen, ne? Junge. Ich muss echt dran denken, die Batterie zu wechseln. Geht gar nichts mehr hier. Ich will gar nicht mehr mit SD, ich muss dafür den zum Drehen zwingen durch. Arti. Beweg dich! Gott, du sollst dich bewegen! Es geht gar nichts mehr hier.
Mann, oh Mann, oh Mann, Mal gucken. Die geht sogar. Ja, naja. Nicht so ganz eigentlich, aber. Ah. Wollte dazwischen durchschießen. Okay. Nur 104 Meter. Ich darf mich eigentlich nicht sehen können. Die da aber. Die ist auf 270 Meter. Ich schieß doch lieber die an. Ah, viel mehr Schaden ist das auch nicht. Aber ich komme auch besser durch. Nur mal baut sich bei der Marek. Hier da oben, wenn ich treffe, ist die weg. Und durchkomme. Verdammt, ich glaube, die zieht auf mich. Puh, ich bin wieder nicht durchgekommen. Nicht so toll, aber. Was ist das denn da für ein? Eine M6. Anders als der Jagdjäger bin ich mich total schnell, aber trotzdem sind die über Gegner. Ja. Ich gehe echt mal Batterie wechseln. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder mit neuen Batterien. Mal kurz gucken. Knapp 52.000, sagen wir 50.000 noch. Das schaffe ich nicht alles in 1,5 Stunden. Nee. Ich meine, das sind doch 50.000. Sagen wir 5.000 auf normalen Server, da brauche ich 10 Gefechte für, wenn es gut läuft, ja. Ja, das ist. Und ich mache das gleich wirklich mit den Dailies. Hat es ja bei ihm auch richtig gebracht. So, ab T6 alle die Dailies machen. So. Guck ich mal. Aber jetzt testen wir erstmal die Waffe und das ist perfekt dafür. Verteidiger. Mit TD. Boboi. Nein, IS-4, nein, das ist mein Busch, mein Busch, mein Busch. Ha, gewonnen. Tja, mein Busch. Ich das hasse, wenn irgendwelche Heavys oder Mates den TDs die Campingplätze wegnehmen, ja. Müssen an der Front kämpfen. Und es geht mir zu wenig nach da. Und wieso ist der blau? Obwohl er Dingens ist. Naja, ich darf ihn abschießen. Von daher. Wie fehlt denn Ellie? Ja, darf ich aber.
Schade. Ich dachte, ich kann dafür was noch absagen. Ich meine, da kriegt man sogar ein bisschen was für, wenn man gelbe, gelbe blaue tötet. Na egal. Was machen alle da oben? Sollen wir nach hier kommen? Bisschen blöd gerade. Alle da oben. Unsere und deren. Soll mal hier mehr kommen? Da und da und da und da an der Brücke. Da an der Brücke. Nicht so spannend gerade. Sieht aber auch nicht gut aus für uns. Und da ist eine Lorraine. Ach ne, sondern so aus, sie ist da ganz hinten. Ja, die IS-3 scoutet. Oder auch nicht. Ne. Endlich. Mein Ruf wurde erhört. Die 10. Und 9. Ich über den 9er. Und von der 10 ist jetzt einfach zu treffen. 1000 hat die einfach mal gemacht. Was ist das denn? Diese 14 bestimmt. Ach, die kommt gut durch. Das ist die 10er, hallo? Franzose, ja trotzdem, die kommt gut durch. ja, macht doch gut Schaden. Also, Riesenunterschied zur alten Sicht, aber immerhin mehr, ne? Schon gut, so die Waffe. Die macht jetzt schon mehr als der Jagdtiger. Viel mehr. Okay, der kommt aber wirklich besser durch als die, glaube ich. Nein, gar nicht. Die kommt auch noch besser durch. Die ist auch schwieriger zu kriegen, ne? Der auch nicht. Was mach ich? Da oben. Wieso kann ich nicht anschießen? Hier, da, do, da und die. Auch nicht. Komisch. Die nicht anschießen kann, ist mir klar. Die da? Also man merkt aber auch die erhöhte Nachladezeit, die merkt man schon. Verloren. Alles klar. Mach ich um die Arti. Guck ich nach. Da. Ich würde da Kamera ziehen. Ich mach noch eine schöne Buschreihe. Verdammt. Komm, Arti, tötet ihn, bevor er mich tötet. Was? Warum ist der weg? So. Was geht denn nicht einfach? Nix da, hier bleiben. Kram. Ich bin schwerer als du. Das kannst du direkt mal vergessen. Na, blöd gelaufen. Thank you.
musste dafür zahlen. Das war aber komisch. Oh, mein Telefon. Da bin ich wieder. Ja, ich glaube, ich versuche das wirklich mal mit den ganzen Dailies. Um dann doch noch schnell den Achter ein bisschen zu zeigen. Ja, bis gleich, hoffe ich.